Herzlich willkommen, Eulenfreunde. Im letzten Part haben wir Registeel gefangen und heute werden wir mal da hinten zum Raid gehen und gucken, welches Pokémon da ist. Scheint ja... Oh ne, jetzt bin ich da reingelaufen. Ich Dummkopfi. Ach ja, stimmt, wir wollten auch noch Nidoqueen entwickeln. Das machen wir jetzt auch sofort. Ja. Und Anspannung, ja. Mach das mal hier. Und Flucht. So, wir entwickeln mal ganz schnell Nido-Dings. Beute. Wasserstein ist unten irgendwo. Oder? Ja, da war Wasserstein. Zwei Stück haben wir. Hä? Ach, ist das auch ein Mondstein? Oh. Wusste ich. Hab ich wohl verplant. Tatsächlich. Ich dachte, weil Nidoqueen Surfer kann, wäre es ein Wasserstein gewesen. Okay, macht nichts. Kann sich immer mal vertun, ja? Sie sind eher defensiv als offensiv veranlagt. Mit ihren panzerartigen Schuppen schützen sie ihre Jungen vor jeglichen Angriffen. Find's lustig, ne? Bei ihr hat sich ein Horn wieder entwickelt, ne? Aber bei Nidorina nicht. Seltsam. Speicher kann weg. 1, 2 und schwupp. Nidoqueen hat Speichler vergessen. Nice. So, dann tauschen wir das Ding, glaube ich, auch mal aus. Wir gucken mal ganz kurz, was wir noch entwickeln müssen. Cosmog will ich nicht entwickeln. Und die anderen, die habe ich eh. Oh Gott, nee, nicht du. Nicht du. Nidoqueen kann weg. Nidoqueen kann weg. Ach, hier kann sich ja gar nichts mehr entwickeln. Ja, dann. Dreier, okay. Dann kommt Laziola erstmal wieder mit. Na, Lazi. Ich hoffe, du hast Spaß mit mir auf der Reise. Wir wollten da hinten hin, ne? Ja. Oh, Barrikada. Oh, Natara. Ich guck mal, ob es shiny ist. Hallo, Natara. Oh, sehr cool. Natara gibt's ja auch. Aber es gab's, glaube ich, hinten auch schon, meine ich. Also auf der normalen Zone. Naja, Flucht. Cool, dass du hier bist. So, dann werden wir da mal weiterhin fahren. Was war das? Oh, doch, ne? Ja, oh, doch. Bis jetzt haben wir ja noch nicht so viele verschiedene gesehen. Das haben wir gesehen. Okay. Hier haben wir noch irgendein Feld. Weil ich will zum Pokéball. Da. Ich habe gar nicht gelesen, was es ist. Haben wir dich? Ich meine schon, ne? Ich tue jetzt mal nicht mein Dings nach vorne, sondern Zwiekuhn. Denn Eis müsste gut gegen Pflanzegeist sein. Da. So, haben wir dich? Tromborg, haben wir dich, ne? Was sagst du? Ja oder nein? Er sagt... Ja, wir haben ihn. Okay, dann Flucht, dann tschüss. Kleines Tromborgchen. Das ist die Weiterentwicklung von Paragoni. Ah, hier wäre, glaube ich, das andere Feld gewesen. Okay. So, was haben wir denn hier drin? Ein Geist, was ist das denn? Was kann das denn sein? Ist das Kriopuck? Lass mal allein kämpfen. Wir gucken uns das jetzt an. Ich habe nämlich echt gerade überhaupt keine Ahnung, was das für ein Geist-Pokémon ist. Oder ist das Paragoni? Wenn es Paragoni ist, ne, dann raste ich aber jetzt aus. Ach, das ist die Tasse. Fatality. Ach Gott, an die habe ich gar nicht gedacht. Ist mir komplett entfallen, dass das hier ein Geist-Pokémon ist. Ich dachte, das war Psycho. Okay. Obwohl Geist könnte auch tatsächlich sein. Besitz von einem Gegenstand. Oh cool, du kannst auch das machen. Gucken wir mal eben, dann machen wir deiner Flut, bitte.
So, Raccoon, ab in groß mit dir. In deinen coolen Mondball. Aha! Also jetzt schreit es erstmal. Jetzt schreit es erst. Deiner Flut. Gut, dass wir als erstes angreifen dürfen. Denn wir machen den meisten Schaden von uns. Oh, es fängt an zu regnen. Zu regnen. Oh nein, jetzt kommt... Ich habe diese Schutzschilder echt nicht vermisst bei diesem legendären Raid. Da war ich echt glücklich, dass es die da nicht gab. Kaskade, okay, sehr schön. Taskflur, mhm. Deiner Flur, oh oh. Geht auf mich? Nee, sehr schön. Sehr, sehr gut. Wie soll ich jetzt eigentlich den Ohrwurm von Yu-Gi-Oh? Ich weiß es nicht. Ich wollte auch gestern, habe ich im Teamspeak die ganze Zeit die Melodie von Pokémon 2, die Macht des Einzelnen mit Lugia und sowas, den Soundtrack nachgesummt. Und dann bin ich immer in, warte, in was bin ich hier nochmal reingerutscht? In das Schloss im Himmel. Ich habe mit Pokémon-Melodie angefangen und dann war ich irgendwie im Schloss im Himmel auf einmal. Also, egal, wir fangen jetzt Fatality. Guck mal, ob wir es brauchen oder nicht. Nicht, ist nicht schlimm. Dann kann ich es ja schicken. So, zack. Rein mit dir. Jum. Na, bleibst drin? Wäre schön. Vor allem, wenn wir dich noch nicht haben. Sonst kannst du ruhig ausbrechen. Okay, ich glaube, wir haben ihn noch nicht, weil sonst wäre er ausgebrochen. Hoffe ich zumindest. In einem PC-Box. Danke. Ist das irgendwie eine andere Farbe? Oder sah das schon immer so aus? Wir gucken mal ganz kurz nach. Sah, glaube ich, schon immer so aus, oder? Ja. Ja. Oh, Vierer. Sehr schön. Wir hatten den aber wahrscheinlich schon. Oder ich habe den Pokédex-Eintrag jetzt gekonnt ignoriert. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß zwar nicht, wo hier der Friedhof ist, ja, aber ist in Ordnung. Ey, wir wollten immer uns rechts halten, ne? Da hinten ist rechts eigentlich. Oder sind wir von da gekommen? Nee, ich glaube nicht. Ey, ich habe keine Ahnung, ja? Das ist ja echt groß. Oh, jetzt bin ich da schon wieder in dieses... Ah, dieses Nidorino. Mann, Nidorino, was soll das denn? Flucht. Okay, hier können wir dem Wasser entlang. Möchte ich das denn? Ich weiß es nicht. Also mit... Sie hätten ja auch mal andere Pokémon hier packen können und nicht nur Nidorina, Nidorino, Nidoking. Ah, hier haben wir den anderen Tempel. Okay. Gibt es hier auch noch was Besonderes? Das ist ein Ball auf jeden Fall. Offensivweste. Ja. Sehr schön. Ah, da ist noch was. Granitstein, okay. Okay, dann lesen wir mal hier die Quest. Oder holen uns erstmal den Pokéball. Steinkante. Oh, sehr cool. Sehr nice. Okay, dann... Wenn du... Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unveränderbar macht. Unveränderbar macht. Haben wir... einen Ewigstein? Ewigstein? Unveränderbar wegen Entwicklung oder so? Kann das hinhauen? Da, oh Gott, wir haben 13 Stück. Ich möchte aber Koronospa, weil ich möchte den anfange.
Das heißt, wir tun dich erstmal nach oben und speichern, glaube ich, mal eben ab. Sicherheitshalber. Speichern. Es müsste ja... Ich hoffe, er ist richtig. Oh, ja, es ist richtig. Oh mein Gott, ich bin Rätselprofi. Leute. Okay. Gibt es hier eigentlich eine richtige Reihenfolge? Ich weiß es nicht. Nee, gibt es nicht. Okay, dann machen wir einfach alle an. So. Das ist jetzt Rigi Rock. Oh. So, jetzt aber. So, Rigi Rock, komm her. Ro, ro, ro. Du, 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 du. Rigi Rock erscheint. Oh, ich hab diese Rigi Rocks damals geliebt, tatsächlich. Von Rigi Eis. Rigi Eis ist mein Lieblings-Rigi. Den finde ich am coolsten. Regis? Egal, Psychokinese müsste eigentlich was ausmachen, weil der Gesteinstyp ist. Ja, sah gut aus. Fluch, okay. Ja, dann schwächt dich erstmal. Aber dein Angriff steigt auch. Da hast du natürlich recht. Wir machen nochmal Psychokinese und dann versuchen wir dich schon zu fangen, Regirock. Hä? Was sagst du denn dazu? So, Kraftkoloss. Ja, ja, mach das mal. Oh, das hat echt weh. Egal. So, nicht mehr angreifen, Leute. Ich tue meine Hände vom Controller weg, damit uns das nicht passiert. Ausgebrochen. Mist. Ja, ja, mach nochmal Kraftkoloss. Was anderes kannst du ja gar nicht. Ja, einsetzen. Oh mein Gott. Wäre das cool, wenn wir es jetzt auch fangen würden. Das wäre echt cool. Da, da, da. Oh, ich habe ja am Anfang ja den Pokémon-Anime tatsächlich geschaut. Von... also den neuen Pokémon Reisen heißt es, glaube ich. Am Anfang dachte ich so, okay, ja, ist auf jeden Fall ein schönerer Zeichenstil als Alola. Aber ich habe es dann doch irgendwann nicht mehr verfolgt, weil irgendwie, weiß nicht, ich glaube, ich bin, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, aber es hat mir nicht mehr so gefallen. Hat mir nicht so gefallen, ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, keine Folge, die ich richtig gut fand. Ich fand natürlich cool, dass Lugia kurz da war. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie hat es mir nicht so gefallen. Hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Wie jetzt Carlos oder so. Mal schauen. Ich habe, glaube ich, bis zur Folge mit Hoplo geschaut. Und dann noch eine Folge danach mit so einem Zug. Und das war's dann auch. Mit dem Riesenrelaxo, glaube ich. Nee, hat mich nicht vom Hocker gehauen. So, dann Suicune. Du bist doch hier unser toller Tanky. Man tankst du das doch auch hier mit Lockerheit, oder? Hä? Und beim Magenknot gerade, falls man den gehört hat. Das denke ich, mach mir nachher Bratkartoffeln. Ich hab so Hunger auf Bratkartoffeln. Da, da, da. Schade. Kraftkoloss. Aua, Mann. Ja, ja, Verteidigung sinkt. Hier nochmal Hyperball. Zack, zack, zack. Du, 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 du. Befreit, Steinkante. Oh, oh. Einsetzen. Komm, jetzt bleib mal drin hier, Rigi Rock, ja? Mann, ey, du bist ja gemein. Du bist einfach gemein zu mir. Was habe ich dir angetan, dass du nicht drin bleiben möchtest, hä? Was habe ich dir angetan? Sag's mir doch jetzt endlich. Sag es mir. Bitte sag es mir doch. Aber nur, wenn du im Pokéball bleibst. Mann. Du dein Fluch, ey. Es hat sich gleich ausgeflucht, ja? Herr Regirock. Herr Regischen. Oh, ich hab grad richtig Hunger. Ich hab
richtig Hunger. Aber wir haben jetzt 10.01 Uhr und ich möchte noch nicht so früh Mittag essen. Deswegen warte ich doch noch. So, die Attacke. Ja, ja, ja. Einsetzen, komm jetzt endlich hier. Muss außerdem Montag zum Zahnorthopäden. Denn der rechte Weisheitszahn ist zu nah am Nerv. Und der muss raus. Dann laufe ich erst mit in zwei Wochen mit dicker Backe herum. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht. Ich kann dann, glaube ich, gar nicht so viel reden, Leute. Dann wird es wahrscheinlich erstmal nur Among Us geben. Oh Gott. Oder ich nehme jetzt einfach ganz, ganz viel Pokémon auf. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Oh. Oh, 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 oh. Ja gut, dann muss ich da auf jeden Fall doch noch was machen. Ja, schaffe ich. Werde ich schon schaffen. Werde ich schaffen. Ich denke, ich werde es schaffen. Wenn da mal eine Folge weniger kommt oder so, ne? Kein Problem. Kein Problem. Einsetzen. So, bleib jetzt drin, Regirock. Ja, bitte. Och man. Du bist so gemein, Regirock. Ja, dein Fluch, der wird dir auch nicht helfen. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Bitte, 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 bitte. Mann. Mist, 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 Mist. Ja, du sagst das Spiel. Pokémon ist, glaube ich, das Spiel, was tatsächlich einem Mist beigebracht hat, oder? Oder stand da mies? Nee, ne? Mist steht da, glaube ich, immer. Obwohl ich in meinem Alltagsgebrauch nie Mist sage, tatsächlich. Da hat sich, glaube ich, Scheiße doch eher durchgesetzt. Oha! One-Hit! Das war aber nicht... Das war nicht nett von dir, Regirock. Ja? Nächstes Pokémon rufen. Hier, damit hast du jetzt nicht... Oh nein. Hier, mit hast du jetzt nicht gerechnet, ja? Da, guck mal hier, ne, Regirock. Was hast du dazu? Hä? Nichts anscheinend. Hammerarm ist jetzt nicht mehr so effektiv. Ha! Was? Was stand da? Inferno-Pot wurde offenbar bla 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 verfehlt? Weiß ich nicht. Och man, ey. Bleib doch bitte drin. Schon wieder Hammerarm, ey. Wie viel Schaden macht das? Oh, es macht doch mehr als gedacht. Okay. Wie viele Timerbälle haben wir eigentlich? Ach, 100. Ja gut, dann fangen wir schon mal mit Timerbällen an. Ich denke, wir haben jetzt so 12 geschmissen. Oh, es hätte fast geklappt. Regirock. Gott, das ist ja gleich schon wieder weg hier, mein süßes Pokémon. Mann, bleib doch drin, bitte. Muss ich doch noch mehr versuchen mit Hyperbällen? Ich kann es natürlich ausprobieren und dann. Ja gut, da machen wir jetzt noch ca. 10 Hyperbälle bis 28 und dann mache ich Timerbälle. Falls es nicht drin bleibt. Falls du nicht drin bleibst, aber vielleicht bleibst du jetzt drin. Nee, bleibst du natürlich nicht. Oh, verflixt ist eigentlich auch ein cooles Wort, finde ich. Statt Scheiße verflixt. Mann. Mann, ey. Oh. Oh, bleibt doch jetzt endlich drin. Ich dachte eigentlich, wir fangen in diesem Part 2 Regis. Aber ich glaube, es bleibt tatsächlich bei einem. Wenn das hier so lange dauert. Wenn das hier so lange dauert, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Spaß, 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 Spaß. Ich wusste gerade nicht, was sagen sollte. So, Regirock. Ist deine Zeit langsam gekommen, hä? Willst du endlich in meinem Pokéball bleiben? Guck mal, ich habe auch deinen Freund Registil. Der freut sich bestimmt, dich zu sehen. Wirklich. Wirklich, wirklich. Komm, bleib da drin. Guck mal hier. Schau mal.
Guck mal. Ist das Haus nicht süß? Nee? Oh, Mist. Oh Gott. Es hat keine Attacken mehr übrig, Leute. Das bedeutet, er macht sich jetzt selbst Schaden. Nein, er hat sich besiegt. Er hat keine Attacken mehr, Leute. Ich raste aus. Nee, ey. Oh Gott. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist wirklich nicht gut. Okay, nächster Try. So, zack. Oh Gott, ey. Naja, vielleicht ist es jetzt shiny, Leute. Encounter auf 1. Wir fangen das auf jeden Fall heute noch, ja? Egal wie lang der Part wird, ich fange es. Ja, Regirock, ne? Ich hoffe, diesmal bleibt sie in deinem Pokéball drin. Ganz ehrlich. So, zweimal Psychokinese. Ist ja, du hast jetzt andere Werte. Das wäre natürlich fatal. Für meine Taktik. So, Kampf, Psychokinese, bitteschön. Okay, es macht nicht mehr Schaden. Es fängt schon wieder mit Fluch an, okay. Ich glaube, er hat 5-mal Fluch ins, oder 10-mal. 10-mal. Und Psychokinese. So. Gut, das sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Ist das ja eigentlich für ein Beat, ey? Als ob da Leute klatschen würden. Irgendwie so. Okay, dann fangen wir wieder an mit dem Pokéball. Yeah! Juhu! Oh, ich dachte schon, es bleibt beim ersten Mal drin. Das wäre lustig. Legis konnte man nicht einschläfern, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Einsetzen. Komm, bleib drin. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Mist, 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 Mist. Oh, fast hätte es geklappt. Ja, ja, mach du deinen Kraftkoloss und ich versuche weiter, dich in mein Pokéball zu kriegen. 54. Also bei 34. Sollte ich eigentlich einen Timer beischmeißen, aber da ist er doch dann da ist er doch schon wieder attackenlos, oder nicht? Ich meine schon. Ich meine ja schon. Aber egal, wir probieren unser Glück. Wir probieren unser Glück. Ach, Steinkante. Hat er das vorher eingesetzt? Ich meine nicht, oder? Ich hab's vielleicht nicht gesehen. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Nächstes Pokémon rufen. So, diesmal rufen wir dich als erstes. So, tada. Damit Suicune keine Holzhammer-Dinger da abbekommt. Ich würde ihn auch gerne ab hier schenken. So ist es ja nicht, ne? So ist es ja nicht. Alter, what the fuck? Nächstes Pokémon rufen. Libeldra. Hallo. Mein kleines Libeldchen. Einsetzen. Ja, vorhin konnte er doch keine Steinkante, oder? Das hätte ich doch gesehen. Oder bin ich komplett lost? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte keine Steinkante gesehen. Ich hätte Holzgeweih gesehen. Fluch. Was habe ich denn noch gesehen? Bin richtig vergesslich. Ja, es ist drin. Oh, super. Danke, Regirock. So, supi. Kindwurm entwickelt sich dann gleich auch. Ist auch nice. Oh, ich sehe jetzt schon die Leute, die Kindwurm shiny handen. Ich sehe das jetzt schon.
Für Drasche es hüllt seinen Körper in eine harte Schale, die Knochengewebe gleicht und sammelt so Energie für seine Entwicklung. Sehr cool. Schutschild? Nee, Schutschild brauchen wir nicht. Und Drehrock. Sein Körper besteht vollständig aus Steinen. Wenn Teile davon abrücken, ersetzt Drehrock diese einfach durch neue Steine. In eine PC-Box bitte. Sehr geil. Sehr schön. Tief im Bett des Giganten liegen die Ruinen, in denen der Steingigant schläft. Auf der Tür steht: Lass das erste Pokémon einen Stein tragen. Achso, ja, das brauche ich eigentlich nicht vorzulesen. Oh Gott, jetzt ruft der Olle schon wieder an hier. Ja, mir geht's super. Danke, tschüss. Sehr cool, Leute. Dann speichere ich mal eben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich werde jetzt erstmal zum Dorf gehen und meine Pokémon heilen. Oder wir gehen erstmal zur Ruine. Wir könnten auch zur Ruine gehen. Ich weiß nur nicht, wo die war. Ich meine... Warte, hier. Warte mal, steht das da eigentlich dran? Nee, steht nicht dran tatsächlich. Ist das da? Ich erkenne auch die Dinger nicht wirklich. Wo jetzt... Ah doch, das sind die Tempel, oder? Sind das die Tempel? Dann ist hier einer. Beim Frostfeld. Habe ich den da nicht gesehen? Unten war nämlich keiner. Bett des Giganten war hier. Hier ist Sohle des Giganten. Da ist nur Frostfeld, okay. Ich gehe da unter, aber nee, das geht nicht. Das ist hier. Wo sind das andere Giganten? Naja, egal, Leute. Ich flieg mal eben zum Dorf. Und. Da stand eine Aufgabe, ne? Oben links. Gehe allen Legenden auf der Grund. Achso, nee, okay. Gut. Leute, dann war es das für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir Regieis fangen. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Pokémon heilen. Und. Ja. Bis dann. Tschüss, euren Freunde.